Upgrade Tool. Upgrade Tool. Und wir hätten theoretisch einen hier. Ein Fischer. Ich finde die Gebäude halt doof, wenn man sich hin umplatzieren kann. Nö, leider so wie es ist. Und hier mach mal bitte. Defense Bonus. Werde ich später bestimmt brauchen. Und wenn ich es in den Kommentaren richtig rausgelesen habe, dann sorgt ein Defense Bonus dafür, dass man passiv mehr Lebenspunkte regeneriert. Was ziemlich krass ist. Das heißt, man kann dann später mehr gegentanken, weil man halt mehr regenerieren kann. Weg mit euch, weg mit euch. Oh, ich stelle gerade selber nichts her. Das ist nicht gut. Machen wir hier. Kein Kupfer mehr. Okay, kümmern wir gleich um Kupfer. Ist okay. Mit. Ja, 5-mal Raw Wood als Bonus. Dankeschön, Spiel. Oh, Rubber Seeds. Bau mal ganz kurz hier Rubber Seeds. Und wechsel mal eine von den Baumfarmen um zu Rubber Seeds. Die brauchen aber Resin. Da bräuchten wir jetzt einen anderen Aufbau. Ich brauche eine zweite Fabrik. Ruhig eine billige Fabrik. So, wie geht das jetzt? Stopp. Du machst jetzt bitte Resin aus Holz. Kriegen wir überhaupt Holz raus, wenn wir nicht die hier benutzen, sondern die hier? Das müssen wir dann gucken. Also die Reihenfolge wäre, Rubber Seed kommt rein, Rubber wird angebaut. Ich kann ja einfach mal von Hand welche anbauen. Da so. Kommen bisher nur die Seeds raus, ja. Ich glaube, es kam nämlich nicht direkt Rubber raus, sondern eine Vorstufe davon. Nee, Resin ist das gleiche. Okay, das heißt, Resin wird rausgenommen von hier. Wird dann direkt in eine Fabrik reingetan. Aus dem Resin wird hier wieder nicht gut. Mach es mit seiner. Resin wird hier verwurstelt zu 9 Rubber Seeds. Und die Rubber Seeds müssten dann da reingelegt werden. Aber das Problem ist, ich hätte auch ganz gerne Überschuss. Weil der Überschuss staut sich sonst hier irgendwann, dann ist es fertig. Zwischenkiste. Zwischenkiste, einfach eine Zwischenkiste. So. Dann kommt das dahin und da wird dann das Resin hergestellt. Die Rubber Seeds. Und dann wird das wieder da reingelegt. Dann sollte alles okay sein. Du bist ein falsches Ärmchen, weil du da einen Stock aufgehoben hast. So. Jetzt sollte das klappen. Und ich zerstöre mal hier. Nein, nicht die ganze Farm. Klappt das so überhaupt noch? Ich wollte doch nur sowas da. Was? Zerstören. Ja, und jetzt müllt es alles zu, weil es das Holz da noch reintut von den restlichen Dingern. Aber gut. Dass wir denn so auch noch an Rubber einfach rankommen und dann eventuell doch nicht das Schweröl verballern müssen, sondern Schweröl umwuseln können zu Leichtöl. Das Leichtöl umwuseln können zu Petroleumgas und dann klappt das auch irgendwie. Erst will ich nur testen, was da genau jetzt rauskommt, wie es funktioniert. Und ich muss unbedingt neues Kupfer holen. Gib mir das. Ihr habt sowohl Ärmchen als auch Fließbänder. Ihr seid durchgehend am Rödeln, das ist gut. Du. So, rote Tränke stauen sich total. Das hier ist komisch. Ja, du bist auch komisch. Die waren nämlich falsch rum drin. So, rot bitte wieder da rein. Grün bitte wieder da rein. Okay. Britzel, Britzel. Tränke sehen sehr gut aus. Kupfer abholen. Dahin. Gib mir alles. Alles. Schön.
Dann brauchen wir die nicht. Wir haben jetzt seit 2 Nächten keine Steam Engines mehr. Ist ein bisschen haarig. Wir haben noch keine Laserverteidigung. Aber es klappt. Bauen noch mal ein paar mehr Solarzellen für den Tag, falls es mal wieder regnet. Und... ja, davon welche. So. Das klappt hier auch. So, Silikon ist gleich fertig. Dann, wo stellen wir Silikon her? Ist denn den noch weggeklickt? Aus einer Silikonplatte. Silikonplatte stellen wir hier aus Calcium, Chlorid, Carbon und Quarz. Grinding. Silizium Carbonite. Nein. Oder was bist du jetzt? Silikon. Ja, wo kriege ich Carbon her? Kohle? Okay. Rubber. Warum habe ich zweimal Rubber? Weil wir Rubber aus Resin herstellen können und aus Resin. Muss ich aber nett von euch, dass ihr das beides... hier. Aus... also in einer Chemical Plant können wir aus Stein und Hydrogenchlorid Calciumchlorid machen. Okay. Und Carbon aus Kohle und Wasser. In komischen Fabriken und anderen komischen Fabriken. Such mal eine von den komischen Fabriken. Da ist eine von den komischen Fabriken. Brich das Zeugs da mal ab. Ich sehe nichts. Vielleicht komische Dinge ab. Da. So. Gib mir... wo ist eine... da ist die komische Fabrik. So, tu die komische Fabrik mal hier bei dem Endsmog-Ding hin, weil hier ist auch Wasser. So, du... stellst bitte Carbon her. Dafür brauchst du... nein, nicht da unten. Da Kohle. Du bist ein Verbrennending. Ja, okay. Da unten die Anlage eh nicht läuft, klaue ich mir nur die Bricks. Ja, damit. Sind schon nur 65. Dann gehst du. Kriegst hier einen Anschluss. Und kriegst hier die. So. Muss jetzt Carbon her. Mit Hilfe von Carbon kann ich jetzt in einer Chemical Plant, die ich mal bauen sollte. Und instant dunkel. Das ist jetzt schon mal die Aussage, ob das jetzt klappt oder nicht tagsüber. Oh, das klappt nicht. Setz da wieder ein Rohr hin. Plupp, haben wir Strom. Und wir müssen jetzt Treibstoff wiederholen. Ja, schade. Wir haben so dermaßen viele Akkus gebaut und Gedöns gebaut. Ich hätte echt gedacht, dass das hinhaut. Aber nein. So viel dazu, dass das überpowert ist. Wahrscheinlich echt später erst überpowert. Oh. Wo wollte ich hin? Was tue ich hier? Was will ich? Genau, wollte Kohlezeugs holen. Da. Kohlezeugs, Kohlezeugs. Das ist eine Menge, ja. Chemical Plant hat er gebaut. Ja, da. Tu schon mal da unten hin, damit ich später weiß, was ich jetzt machen wollte damit. Gib her, gib her. Damit wir noch mehr Stromzeugs machen können. So. Na, jetzt springen die wieder alle an, ne? Gut. Du hier. Mach, mach Strom. Da. Solar Panels. Also die Solar Panels sollten jetzt reichen, um die ganzen Akkus zu füllen. Das heißt, sobald die wieder stehen, also auch wenn es mal ein Regentag ist, oder ein Schneetag oder ein Schneesturmtag oder ne, jedes Wetter halt. Wobei ich gar nicht weiß, ob die Wetter unterschiedliche Lichtdurchlassraten haben oder nicht. Und jetzt bitte weiter die Akkus und das dann ersetzen. Denn sollte es hoffentlich in 10 Folgen oder so langsam reichen an Akkus und Solarzellen, dass das Ding da wirklich abgekapselt werden kann. Ah, ist echt krass, wie stark die sind im Vergleich zu dieser riesen Anlage, die ich inzwischen da gebaut habe. Gut, 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 gut. So, also, gib mir jetzt eine Chemical Plant. Da. Und tu die erstmal. Haben wir noch ein Muster?
So, und tu die irgendwo hier hin, wo Platz ist. So, du zeigst mir jetzt mal tolle Rezepte. Für Hydrogen Chloride zum Beispiel. Dafür brauchen wir Chlorin und Hydrogen. Ja. Okay. Wo krieg... Also Hydrogen, wo ich Hydrogen herkriege, kann ich mir schon fast denken. Aber ich sehe dafür erstmal keinen... Ah doch, hier. Water-Elektrolyse. Muss gemacht werden im komischen runden Gebäude mit einem L. Oder I. Irgendwas unten rot. Salt Water. Ah, da ist Chlor. Kann ich einfach mehr Wasser hochpumpen? Was ist Lithia-Wasser? Ich hätte besser in Chemie aufpassen sollen. Bau mal eins von den komischen Dingern. Lass da. Und brech die schon wieder ab. Klick, 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 klick. Weg, weg, weg. Mit komischem Zeug. Warum baust du die noch alle? Achso, du brauchst wahrscheinlich Lithia-Wasser, weil da so ein L drauf ist? Und wir haben Glück gehabt und wir haben ein Geschenk bekommen. Oh, das ist ja nett. So, tun wir dich mal dahin. Du spaltest jetzt bitte Salz. Müssen wir Salz jetzt da reinkippen? Müssen wir jetzt ernsthaft... Wir pumpen jetzt Salzwasser aus dem Meer, holen Salz raus und kippen das Wasser wieder rein? Woher kriege ich sonst Salz? Aus sauberem Wasser. Ja. Also wir filtern jetzt sauberes Wasser, um Salz zu bekommen und kippen das Salz dann in sauberes Wasser, um Salzwasser zu bekommen. Heißt das nicht, dass das saubere Wasser vorher auch schon Salzwasser war? Wahrscheinlich nicht in den Mengen, ja. Okay, das heißt, das machen wir jetzt wieder in so einem Stinkeofen. Stinkeofen? Stinkeofen? Stinkeofen. Da. So. Stinkofen. Du brauchst wieder Briketts, genau wie der da auch. So, du machst bitte Salz. Gut, und das Salz wird da rausgenommen. Dich verschieben wir mal einen Ticken nach unten. Dahin. Da kommt dein Ärmchen zwischen. Und du machst das. Und dann brauchst du nur noch Wasser von da unten. Das heißt, wir machen hier unterirdisch. Dass ich hier noch durchwuseln kann. Genau. So, jetzt machen wir Salzwasser. Jetzt haben wir Salt, Water, Elektro... Genau, wir haben... Was? Das ist gar kein Chlor. Das ist ein Salt, Water, Elektrolysis. Hä? Beides. Okay. Nächste Fabrik. Du? Was? Ich mach was falsch. Habe ich die Rezepte vielleicht noch gar nicht? Geh mal hier auf Invar Process? Nein. Aluminium? Nein. Was ist Alumina? Na, das wollte ich nicht. Kompressor, Luft, nein. Da sind die Zentrifugen. Das ist jetzt ein vollkommen anderes Dingens. Ich will doch nur meine Roboter haben. Könnte mich alle in Ruhe lassen. Irgendwas, was hier wie Chlor aussieht. Bunte Schilder, bunte Roboter, bunte Atomexplosionen. Nitrogen. Nein. Nein. Ein Endoskelett ist auch sehr toll. Also Endo ist drin. Exo ist halt draußen. Koffein. Nein. Okay, weißt du was? Erforsche mal bitte Roboter. Die will ich so oder so haben. Und jetzt muss ich gucken, wie ich aus... Oh, das kann ich rausnehmen. Was bist du jetzt? Du bist Sodiumhydroxid. GZ Sodiumhydroxid.
Warum wird kein Salz mehr hergestellt? Achso, weil das da raus muss. Ja. Okay, ich probiere jetzt mal das Ganze einfach in den Chemical-Plan zu schmeißen. Und guck mal, was die Chemical-Plan dazu sagt, wenn sie das jetzt beides bekommt. Du weg. Und das Ding denn dahin. Ja, aber jetzt speichere ich nochmal ordentlich zwischendurch. Bis gleich.